Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Halloween Chronicles Monsters Among Us. Schön, dass ihr wieder mit dabei sein möchtet bei diesem Gruselabenteuer. Unser Vater liegt am Boden. Er musste abwarten. Irgendetwas hat ihn zu Tode erschrocken. Hinter dieser Tür lauert ein Wesen. Aber erstmal werden wir unserem Herrn Vater helfen. Er hat uns eingeladen, mit ihm zusammen Halloween zu feiern. Eine wunderschöne Willkommensfeier für mich. Er hat sich echt was einfallen lassen. Na dann, steh auf. Nimm seinen Puls. Das dreht sich. Okay. Das dreht sich alleine. Dann können wir das zum Schluss machen. Das passt. Okay, nimm seine Augenreaktion. Wiederhole die Augenbewegung. Ich habe gar nicht aufgepasst. War das noch da? Nee. Doch. Okay, nach oben, nach rechts, nach links. Ich habe das gerade so gesagt, wie er liegt. Und jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ha, na toll. Ja, ich muss nochmal machen. Ich habe jetzt nie aufgepasst, weil ich gerade geredet habe. Ja, es ist ja eigentlich so wie eben, ne? Und nochmal. Unten, oben, links, rechts. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Nochmal. Was ist denn los? Ja, das weiß ich jetzt schon. Das wiederholt sich ja nur. So. Jetzt muss ich besser aufpassen. So war das. Jetzt aber. So, jetzt haben wir's. Okay, was müssen wir tun? Suche das Symbol, das dem Roten entspricht und wähle es aus. Alles klar. Das ist ja jetzt auch nicht so schwer. Das ist so ähnlich wie Memory. I'm fine now, thanks. I don't even know what happened. I came in and something just stunned me. My maid Ruth is probably in the art room. Maybe she saw something. So, da ist er wieder. Er hat sogar ein Dienstmädchen namens Ruth. Ja, ich hoffe, das war nicht das Wesen von eben gerade. Dann möchte ich Ruth lieber nicht kennenlernen. Ich bin gespannt, wo sie ist. Sie soll wohl im Kunstraum sein. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Bin gespannt. We should find something to use as a weapon before we look around. Here. Okay, dann gib mir das mal. Ich habe keine Angst vor irgendetwas, solange mein Vater hier ist, aber zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen würden nicht schaden. Na dann, wir nehmen das kaputte Stativ jetzt erstmal mit. Schauen uns hier weiter um. Wir müssen den Rauch loswerden. Wir wedeln den einfach weg. Wunderbar. Toll. Bin begeistert. Well, it's Halloween night, Rivertown, and it's shaping up to be a wild one. Residents have been reporting a strange green mist all over town. The source of the mist is still unknown. Ah ja, wer würde die Geschichten glauben? Grüner Nebel ist in ganz Riverstown und keiner weiß, woher er kommt. Na dann. Das beruhigt mich jetzt nicht. Ich brauche etwas, um das herauszuziehen. Kette mit Haken. Nee. Ich glaube, da haben wir erstmal nichts. Aber wir haben hier ein kaputtes Stativ. Da haben wir schon mal eine Sache. Wir brauchen aber noch mehr. Na gut. Oh, warte mal. Da war was. Ah, da komme ich aber nicht dran. Okay. Wir müssen ja Sachen einsammeln. Wir haben ein Foto bisher. Wir brauchen noch ein Interview und haben eine Filmrolle. Oh Gott. Fotoalben. In diesem Album verwahre ich meine Monsterfotos. Ich mache die Aufnahmen mit meiner magischen Kamera und sperre die bösen Kreaturen für immer weg. Edgar. Also Edgar
jagt quasi Monster. Er ist ein Monsterhunter oder ein Geisterjäger. Und er sperrt diese mit seiner Kamera weg. Interessant. Echte Monster? Papa muss scherzen. Scheinbar nicht. Ich werde es ohne die Kombination nicht entschlüsseln können. Okay, da brauchen wir noch irgendwas. Warum hat Papa sein Sofa nicht repariert? Ich muss es anheben. Ich habe aber gerade nichts. Der Skelettarm passt nicht. Ah, da sind noch Filmrollen. Ah, schaut mal. Ich glaube, ich habe jetzt zwei eingesammelt. Eben hatte ich noch eine. Das sind also mehrere, die man dann auch einsammeln kann. Wie heißt der Name? Merit? Merci? Keine Ahnung. Hat unsere Erinnerung auf diesem Tablet festgehalten. Leider habe ich keinen Zugang mehr zu Ihnen, Edgar. Ich wünschte, ich hätte die Erinnerung meiner Mutter sehen können. Okay. Das war, wo unsere Mutter, die da zu sehen war. Und das hier ist kaputt. Da brauchen wir neues Glas. Na gut, mehr ist da jetzt auch nicht. Was war das? Noch ein Foto. Okay. Kitsune. Alles klar. Ein weiteres Foto konnten wir einsammeln. We shouldn't go looking around without protection. Hier, nimm den Arm. Nee, ich glaube, er braucht was anderes. Eine unheimliche Kreatur auf einem Foto, das in der Fabrik in Texas aufgenommen wurde. Der Besitzer des Fotos, Daryl. Ah ja, Daryl hat also ein Foto von dieser Kreatur gemacht. Er habe an diesem Tag in einer kleinen Gasverarbeitungsanlage in Kennedy, Texas, in der Nachtschicht gearbeitet. Es war gegen 3 Uhr morgens und es waren zu diesem Zeitpunkt nur 4 Mitarbeiter in der Fabrik. Zuerst sah ich etwas in meinem Augenwinkel. Das ist unser erstes Interview. Vielleicht war er nur müde von der Arbeit und hatte Visionen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ein Bildschirm? Nee, hör auf zu lachen, das ist nicht nett. Hier haben wir noch irgendwie was. Ein Rätsel. Da fehlen aber die Marken. Das können wir erstmal nicht machen. Das gehört noch zum Stativ. Okay, was können wir damit tun? Willst du das als Waffe benutzen? Satz mit X, das war wohl nix. Na dann. Auch das ganze Haus ist dekoriert von innen. Wartet mal, kann ich das hier irgendwie... Ah ja. Was ist das denn? Ist das ein Finger? Papier und Kohle. Ich brauche etwas Langes, um da ranzukommen. Da ist nämlich ein Baseballschläger. Mich hat irgendwas angefaucht. Ich möchte gar nicht wissen, was das war. Nein, 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 nein. Da gehen wir ganz schnell weg. Perfect. I'll go find out who was sneaking around the house. Ja, aber er schlagt jetzt nicht dein Dienstmädchen, ne? Nicht, dass Ruth hier irgendwo rumrennt. Aber gut, auf geht's, Dad. Auf ins Gefecht. Oh, I can't just stay here and wait. I'm going to follow him. Toll. Dad ist schon wieder weg. Man ist ja Mann schnell. Ruth, are you okay? Oh God, it's Ruth. She's unconscious. Something must have shocked her. I'll try to bring her around. You go look for medicine on that shelf. Here. Ja, Ruth geht es nicht mehr so gut. Die braucht Hilfe. Gut, ein Schädel. Dann gucken wir mal. Ist das was zum Einsammeln? Was war das jetzt? Ein Foto? Da haben wir schon 3. Ah, cool. Da freue ich mich auf die Bilder. Da würde ich auch... Ih, was ist das? Da hängen ja Beine raus. Okay, warum nicht? Fledermäuse. Habt ihr gesehen? Da. Fledermäuse sind da. Süß. Ja, da brauchen wir 3 Stück insgesamt. Ich habe leider nicht so viele. Da sind noch Filmrollen.
Ein Teil dieser alten Kamera fehlt. Ist das das? Nee. Wer ist das? Für Onkel Edgar und meiner lieben Cousine von Emily. Da ist ein Zahnrad. Wunderbar. Okay, haben wir irgendwas als Ersatz? Ich glaube nicht. Bildschirm. Wofür brauche ich den Bildschirm? Lieber Papa, du hattest recht. Ein guter altmodischer Brief ist besonders schön. Danke, dass du ihn mir geschickt hast. Heute hatten wir Vorlesungen über anatomische Pathologie. Es ist so interessant. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass der menschliche Körper so kompliziert ist. Ja? Deine Tochter, 13. April 2017. Hallo Vater, ich kann es kaum erwarten, in meine Sommerferien zu fahren. Das Studium an der medizinischen Hochschule ist schwieriger, als ich dachte. Obwohl ich wirklich Spaß an allen Kursen habe, habe ich das Gefühl, dass etwas fehlt. Ich wünschte, ich könnte mit dir eine Fototour machen. Deine Tochter, 9. Januar 2018. Also sie hat auch Fotos gemacht, zusammen mit ihrem Vater. Lieber Papa, ich habe dich schon über ein Jahr nicht mehr gesehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Dann kannst du mir deine neuen Fotos zeigen. Deine Tochter, 1. September 2018. Und endlich ist es soweit. Endlich haben die beiden sich wieder. Ja, er hat alle Briefe aufgehoben. Finde ich auch sehr schön. Macht auch nicht jeder. Da fehlen die Glühbirnen. Genau, da ist auch noch was. Hochziehen. Da haben wir ja den zweiten. Cool. Da ist etwas vorbeigeflogen. Ich möchte hier bitte schnell weg. Los, los, beeil dich. Dann machen wir das mal auf, ja? Oh nein. Muss ich irgendwas zusammenbrauen? Okay, ich glaube, ich muss das nur einsammeln, ne? Das ist drin. Das ist aber eigentlich ganz cool gemacht. Bin ja eh gespannt, was uns hier noch so für Rätsel erwarten wird. Wie gesagt, ich habe dieses Spiel selbst noch nie gespielt. Das ist auch ein Spiel von Big Fish. Wollte ich einfach mal auch spielen und let's playen. Was haben wir denn da? Belebendes Serum. Ist das für Sie? Trink es. Ah, scheint gut zu tun, wa? Oh, thank you. You're not going to believe this, but it was a harlequin doll I found near the house who attacked me. Tja, man hebt ja auch keine Puppen auf. Ich hätte sie gleich verbrannt, diese fiese Puppe. I saw that doll, but it looked normal. I don't believe it came to life. Let's see if it's still around. Ruth, I think you should go home. Get some rest. Ja, Ruth, geh lieber nach Hause. Yeah, that's a good idea. Oh, I almost forgot. I came in here to put these back. Here. Was ist das? Ach, die Glühbirnen wahrscheinlich. Die Schranktüren öffnen in sich. Vielleicht ist es nur Wind. Eine Maus! Was ist dieses seltsame Flickern im Lampenschirm? Oh, ich habe das rote Tuch zuerst nicht bemerkt. Da ist es. Es klingt, als wäre da etwas im Koffer. Lolly. Lolly war im Koffer. Mer. Die Pflanze auf dem Schrank bewegt sich, aber niemand ist dahinter. Wer weiß. Bewegt sich etwas in dem Stoff an der Decke? Bitte nicht. Da ist definitiv jemand hinter dem grünen Vorhang. Da ist sie. Oh, hello. I'm Harvey. I may look cute on the outside, but inside, I'm pure evil. Ruth had no idea what she was bringing into the house. Your magic camera locked my master inside a phonograph, and I'm here to release him.
Tonight will be the night of his triumph. I haven't found the right photograph yet, but I see lots of pictures of monsters in your safe. I'll set them free while I'm at it. Soon, this town will be full of monsters, and there won't be any monster hunters to stop us. Ein böses Püppchen, und mein Papa wurde schon wieder verschleppt. Von Graf Dracula. Oder von wem auch immer. Das ist ein Tresor. Er will seinen Meister also wieder befreien. So wie wir erfahren haben. Das werden wir natürlich verhindern. Unser Vater ist also ein Geisterjäger. Das ist unsere Mutter, oder? Was in aller Welt? Ich sollte diese Symbole aufschreiben. Sie könnten nützlich sein. Sie hat sich in einen Werwolf verwandelt? Interessant. Unsere Mutter ist verschwunden und sie scheint ein Werwolf zu sein? Ich schaue mich hier nochmal eben um. Da ist was. Kann ich das nicht einsammeln, was da steht? Kann ich da rausgucken? Ich werde nicht aus dem Fenster springen, aber ich muss Papa retten. Spring aus dem Fenster! Oh, schaut euch mal die Lampe an, das sehe ich jetzt erst. Das sind überall Puppenköpfe. Achso, das ist immer das. Ich denke immer, das ist der Busch. Dann gehen wir schon mal hier hin. Da ist der Code, den wir jetzt haben. Den werden wir dafür benutzen. Ja, wir haben Harvey, die fiese, böse Puppe, kennengelernt. Er ist das pure Böse und er will seinen Meister befreien. Wir werden ihn daran hindern und wir müssen mal wieder unseren Vater retten. Ja, wie soll es auch anders sein? Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und wenn ihr mögt, könnt ihr beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Inori Elpi. Ja.